Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode hier von Mafia 3, dem neuen Spiel aus dem Hause. Keine Ahnung was, wir sind hier und wir gehen rein in die gute Bude, denn wir haben gerade eine Waffenlieferung abgegeben und die geben wir doch ganz gemütlich ab. Naja, sowas in der Art halt, ne? Wir halt so, wir gut und besser. Ja? Ja, wir haben was hier. Jeder Waffe, die du ranschaffst, wird das Hollow stärker. Vergiss das nie. Du hast Nerven. Nimmst mir alles wieder weg, nachdem ich mich erst um beide Geschäfte kümmern sollte? Mach sowas lieber nicht nochmal. Wie, jetzt haben wir noch lieber... Ich glaube, die will einen guten alten Rat nicht mehr. 30 von 50... Der Grüne ist befriedigt. Die blaue, die rosane auch, oder die violette. Und der hier will ja auch noch was, ne? Das heißt, wir machen mal alle, da glaube ich, nach jeder Runde, sage ich mal so, machen wir mal alle Gefälligkeiten. Ansonsten sind wir, ich weiß, es ist langwierig und ein bisschen zähflüssig, aber wenn wir das machen, dann sind wir auf der sicheren Seite und haben somit eigentlich alle Zeit der Welt. Und wir müssen eigentlich hetzen hier, ne? Ich glaube, wir müssen im ganzen Let's Play nicht hetzen. Und ich finde es eigentlich schön, dass wir hier einfach nur uns Zeit nehmen dafür, ne? Wir nehmen uns wirklich Zeit und wir rennen nicht durchs Spiel, wie ein paar Leute draußen eventuell schon. Und ich hoffe nochmal, wenn wir das alle nehmen. Ich will alle Nebenquests machen teilweise und das gefällt mir auch. Naja. So bin ich normal. Ich will alles haben. Und wenn auch in drei, vier Monaten das Spiel noch machen. Es ist ja nicht weiter schlimm. Es ist immer noch ein guter Titel. Es ist wundergut hier. Wir fahren doof, wir fahren scheiße, aber hey, wir fahren. Das ist das. Guter Wagen übrigens. Gerade links an der Ecke. Schafft man das? Ja, wir schaffen es noch. Mit dem Karren sind wir nicht so schnell, aber... Er hat schon was auf dem Tacho. Bufontaine. Ich sag gerade, ein bisschen hell hier. Nur ein bisschen hell. Ein bisschen, sage ich doch nur. Nicht übertreiben. Was jetzt? Cool. Hallo. Fliegender Wagen. Ein fliegendes Wägelchen. 350, sagen wir mal so. Ui. Wir holen sogar auf der anderen Spur die Polizei, die uns wahrscheinlich wieder einholen wird. Hallo, Mister. Und die fliegenden Partikel sind immer noch da. Wieso fliegen die Partikel eigentlich immer wieder? Ich frage mich das immer wieder. Keine Ahnung, tut mir leid, aber das kann ich einfach nicht beantworten. So, das heißt heute ein weiterer Gefallen. Du kochst? Mamas Bucatini-Rezept. Ich dachte, ich probier's mal aus. Lebt sie in Empire Bay? Nein, sie ist vor einer Weile gestorben. Sonst noch Verwandte dort? Wirf einen Blick in die Zeitung. Irgend so ein Stadtrat steht zur Wiederwahl. Du musst mir helfen. Wer ist das? Gehört er zum Arcano? Der Wichser. Die haben einen Freund von mir umgebracht. Wenn ich aufkreuze, riechen sie den Braten. Oh, und ich bin so unauffällig. Du kommst an die Typen ran. Ich habe 12 Jahre und ein Vermögen gebraucht, um den Schwanzlutscher zu finden. Soll nicht dein Schaden sein. Und ich würde tief in deiner Schuld stehen. Ich denk drüber nach. Falls du ihn nicht findest, dann such dir irgendwen von der Straße, der ihn verpfeift. Komm danach wieder her. Ich habe noch ein paar Namen auf meiner Liste. Der erste Wichser, den du für mich erledigen sollst, ist Lucky.
Der heißt so, weil er nie Glück hat. Aber das hält ihn nicht davon ab, andauernd Karten zu spielen. Es gibt ein paar Arschlöcher, wenn du die hart anpackst, liefern sie ihn sofort ans Messer. Der Typ ist ein echter Drecksack. Den kann keiner leiden. Naja, wenn er keiner leiden kann, dann mal abbauen, los. Und ich finde es so geil, wie im Smoking, das ist echt, oh, tut mir leid, ich will ja nicht in Privatsphäre treten. Aber irgendwie weiß ich bin leider hier eine Runde, hier, guck mal. Ich dachte schon, wieso sind wir jetzt im Schlafgemach des Herren, obwohl wir eigentlich raus wollen. Naja, so kann es einmal fungieren. Aber gut, wir haben die 850 Meter zu fahren. Ich glaube, die sind doch noch ein kleines Stückchen weit, aber ich denke, das kriegen wir auch noch hin. Und was hier geht. Wir müssen ja, glaube ich, jemanden umbringen. So wie ich das Symbol interpretieren kann, müssen wir da jemanden ummieten. Hoffentlich. Eventuell. Und wir haben ja letztens eigentlich die zwei letzten Aufträge, war doch schon anders als sonst, sagen wir mal so. Wir mussten ja nur in dem Sinne Autos klauen und einen Wagen klauen, also ja, immer noch Wagen. Wir mussten einen Wagen klauen und hier muss man jetzt jemanden umnieten, geht schon klar. Hui! Ach, befragen. Hallo, hier kommt der Secret Service, hier kommt Secret Service. Wie jetzt? Wirklich, er kommt? Was? Nochmals? Hallo? Ja, wir brauchen sofort. Hä? Alle verfügbaren Einheiten, Meldungen über einen bewaffneten Schwarm von männlichen Staff-Down. Bitte überprüfen. Der entkommt? Na gut. Jetzt weg da, ja, steigen. Ah, wir müssen den Informanten holen. Wo ist denn der? Wo ist der Informant? Hallo, Informant? Wo bist du? Ich glaube, der ist weg. Naja. Ich glaube, der Informant ist weg. Ja, ich fahre. Ne, guck mal hier. Aussteigen. Einsteigen. Komm mal, du Arschgeige. Weg da, du Arschgeige. Das müssen wir auch machen, ne? Wir müssen das. Die Reifen sind ja eventuell verstärkt sogar. Und nicht die. Oh, schade. Ich dachte, das Ding würde jetzt fahren, aber gut. Ja, wir sind ja auch versenkt. Das Auto ist auch versenkt. Ne? Das Auto ist ja versenkt. Und somit sind wir groß und ganzen ja eigentlich erleichtert. Da hinten sind sie. Die stehen da eine Runde. Keine Ahnung, was sie da wollen. Wir sind hier. Hallo? Na, können wir das Auto hier klauen?
So, macht's auch wieder Spaß. Ich hab Spaß, ich hab Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Schalala. Wie sollen wir es denn eigentlich wieder finden, den Herren? Naja. Das mit dem Befragen war doch nie so gut. Wollen wir den jetzt zuerst machen? Glücksspiele? Haben wir eigentlich freigeschaltet, ne? Daher, ich denke mal, das machen wir. Dass wir da ein bisschen weiterkommen und nicht immer, ja, ein bisschen dort und da. Ein bisschen Abwechslung haben, ne? Nicht immer der gleiche Gag hier. So, einparken können wir noch nicht, ne? Ist ja auch nicht so schlimm, brauchen wir nicht. Da oben, 13, ich glaube, hier geht's rein, ne? Haben wir hinten irgendwie noch Specials? Glaube nicht, das war ja teilweise in Hotels, war das so, dass in Mafia 2 dann unten irgendwie noch teilweise noch nackte Frauen gab und so. Aber ich glaube, dieses Mal haben sie es weggelassen. Kennen wir uns? Nein. Du bist doch Sweet Danny Little. Magst du Boxen? Bisschen. Es gibt Leute, die sagen, du hast das Zeug, ein Champion zu werden. Du hast bald diesen Kampf, richtig? Darum brauche ich deine Hilfe. Die Marcano-Typen haben so einen Kerl, heißt Two Dicks Peralta, hat ein Wettbüro in Wilcox Saloon. Er kommt beim Sparring zu mir und sagt, ich muss in Runde 5 K.O. gehen. Sonst? Und du dann? Hab gesagt, er kann mich mal. Am nächsten Tag bricht jemand meinem Bruder dreimal den Arm. Ist okay? So läuft das da. Two Dicks hat sich wohl sogar diesen Jungen geschnappt, Eddie Kenner. Schätze, den will aber eher für inoffizielle Kämpfe nehmen. Man kennt ja die Niggerkämpfe. Massig Kohle zu holen, wenn man weiß, wie die ausgehen. Fuck. Ich gehe mal zu Tudix Leuten. Vielleicht finde ich was über ihn heraus. Vielleicht finde ich ja sogar Eddie. Red doch mal mit Peraltas Leuten, wenn du wissen willst, was er plant. Wir haben ja gerade ziemlich viele Sachen bekommen, ne? Zerstöre, zerstöre, zerstöre. Naja, Informationen. Zuerst die Informationen, danach denke ich doch mal ins Zerstören. Und das ist eigentlich auch so eine Art Nebenquest, ne? Die würde man eigentlich nicht bekommen, wenn man nicht jemand hilft. Und denke mal, das werden wir ja auch tun. Achtung! Ich bestehe. Entschuldigung. Ja, guck mal. Ist das sein Auto? Nö, nö, ist nicht meine, tut nie so. Hast dich wacker geschlagen, aber komm nächstes Mal in einem Wagen mit stärkerer Federung. Das ist ja nicht wie Scheinchen einsammeln. Die elenden Münzen werden sehr schnell sehr schwer. Und dann winken dich plötzlich die Bullen raus, weil deine Karre hinten am Boden schleift. Und unser Porsche ist nicht der Typ, der jemanden auf die Knast holt, der sich erdurchspasst, verstehst du? Zeit für dich noch eine Runde zu spielen, damit ich mein Geld zurückgewinnen kann. Hast du den Verstand verloren? Kopf runter! Geht dir nicht drum rum, renn weg! So. Hey, Freundchen. Ne? Doofkopf. Ich sterbe. Ja. Machen wir ja. Machen wir. Was geht da ab in der Sportsbar? Der Boss hat irgendeinen Niggerboxer in petto. Ich kann euch zeigen, wo. Du arbeitest jetzt für mich. Und hier noch ein paar Köhlchen. So, naja. 2.000-3.000 mitgenommen. Unser Auto immer. Naja, ist nicht so schlimm. Haben wir ja auch immer. So. Ja, guck, wir haben ja Informationen super gesammelt. Wir waren zum Töten da.
Wir sind immer noch so Töten da. Entweder sind wir nur Kuriere zum Töten oder töten wir oder werden eventuell versucht uns töten. Was? Wir werden oder jemand versucht uns zu töten. So rum. Das ist ja eigentlich Mafia 3. Töten. What? Das war bestimmt nicht mit Absicht. Den da, okay. Vielleicht können wir hier hoch und wieder runter oder whatever. Vielleicht geht das sogar. Nein, was ich will, geht nicht. Shit. Oder hier unten? Können wir vielleicht da runter oder was? Ich hab. Da kann ich mal hier. Naja. Dovi. Hallo, da ist Dovi. Okay, da geht's ja nicht. Okay, gut, dann müssen wir wieder runter. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich irgendwie. Was macht er hier? Ein bisschen doof, der Typ. Hier, glaube ich, sind wir hier. Hier sind wir hochgekommen. Das heißt, hier wieder rüber. So. Und hier rein in die Bude. Nicht mehr unter Druck setzen. Ist ja gut, ich weiß. Aber sie muss respektieren, dass es... Es ist und unser Sohn. Also, okay, dann. Früher lebten viel mehr Farbige an dem Ort, den man heute Fresco Fields. Was? Das stimmt. Ja, habe ich. Von wo? Okay, nur 5000. Scheiße. Aber haben wir das gespeichert bekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber meine Freunde, was ich sagen will. Und ich meine es mit Herzen. Wir sehen uns. Bis dann und tschüss.